2016. Hundefrisbee kennt jetzt mittlerweile jeder. Zumindest in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Unzählige Wettbewerbe. Also jeder, der mit dem Hund Frisbee spielen will, kann eigentlich auch Wettbewerbe spielen. Die gibt es eigentlich so gut wie jeden Monat in irgendeinem Teil Deutschlands oder ganz Europa. Ja, vielleicht hat der ein oder andere mal Judge and Play gehört, gesehen, mitgemacht vielleicht sogar. Ja, war vermutlich die letzte Saison vom Judge and Play 2016 aus folgendem Grunde. Die Idee vom Judge and Play war ursprünglich, dass wir ganz viele Anfragen hatten, warum denn jetzt in der Region XY keine Wettbewerbe sind. Die Leute würden so gerne an einem Wettbewerb teilnehmen. Und wir gesagt haben, hey, im Freestyle Frisbee ist es auch so. Die Leute richten sich selber. Warum kriegen wir das nicht hin, ein Regelsystem zu schaffen, das genau so funktioniert? Ja, darauf basiert Judge and Play. Das wurde aus dem Freestyle Frisbee übernommen. Hat eigentlich auch super geklappt. Nur das große Problem ist, wie immer mal wieder, sage ich, der Ehrgeiz der Menschen. Finde ich ja gar nicht schlecht, dass Menschen ehrgeizig sind und Spaß am Wettbewerb und Wettstreiten haben. Aber ich sage mal, wir haben jetzt im Hundefrisbee-Sport einfach kein Sportgerät, sondern ein liebenswertes Individuum. Und das sollte man eben fürsorglich behandeln. Und in den Jahren, seitdem ich das nun alles mache, habe ich eigentlich ja den Glauben daran verloren, dass die Leute im Ehrgeiz und im Eifer des Effektes Gefechtes an ihre Hunde denken, sondern dann wirklich übertrieben viel trainieren, zu krasse Tricks, zu hohe Tricks machen. Und wenn in den Wettbewerben nicht die Platzierung erreicht wurde, es nie am eigenen Können lag, sondern immer, ja, im besten Fall eigentlich dann doch eher noch am Regelwerk. Im schlimmsten Fall, haben wir auch schon erlebt, lag es aber am Hund. Ja, ich komme vom Skateboardfahren, da kenne ich das, dass eben, wenn der Trick nicht klappt, dann eben das Brett drunter leidet. Aber um Himmels Willen, unsere Hunde sind keine Sportgeräte und die dürfen einfach nicht darunter leiden. Das geht einfach nicht. Wir wollen Kumpels haben, die lange mit uns zusammenleben und nicht, nachdem sie ausgedient haben, in die Ecke gestellt werden. Oder abgegeben werden. Furchtbar. Genau, so, und jetzt komme ich wieder zurück zu Wettbewerben und dem Judge and Play. Das Judge and Play war eigentlich eine gute Idee für den Anfang des Sportes in Regionen, wo es keine Wettbewerbe gab. Ja, das hat auch am Anfang super geklappt. Viele Leute, die bei anderen Wettbewerbsformaten gar nicht mehr starten durften und auch nicht wollten, aus welchen Gründen auch immer, weil sie eben in der Anfängerklasse gewonnen haben, dann in die Profiklasse aufsteigen mussten, aber dann halt einfach nicht mehr erfolgreich waren, wie sie es gerne gehabt hätten, war das Regelwerk natürlich schuld und die damit verbundenen Richter. Haben wir alles erlebt, mehrfach. So, und jetzt ist es beim Judge and Play nun mal so, dass wir das ja so hatten, oder haben, noch haben, dass wir eine Vorrunde haben. Die Vorrunde entscheidet letztlich, ob man ins Finale kommt und auch wirklich den Wettbewerb gewinnen kann. Schafft man diesen Sprung in den A-Pool, ins Finale nicht, kann man nicht mehr gewinnen, ja. Hat aber doch eigentlich den Hintergrund, dass wenn man eben dann doch nicht mal ins Finale kommt, dass man dann eben trotzdem am Wettbewerb noch teilnimmt, um auch die Qualität des Richtens, ne? Denn normalerweise richtet ja dann der Finalpool, wird von denen gerichtet, die noch da sind, praktisch die halt nicht ins Finale gekommen sind. Ja, und da
sobald jemand einfach gedacht hat, er hat es jetzt nicht geschafft und es war unfair gegenüber den anderen, wurde dann einfach nicht mehr teilgenommen am Judge and Play. Ist total sinnfrei, ne? Weil dadurch natürlich auch die Qualität des Richtens, was ja immer wieder dem Judge and Play vorgeworfen wurde, darunter leidet. Ja? Es kann nicht jeder gewinnen. Und wenn jeder das wirklich so machen würde, wie er es auch immer sagt, wir machen das alle zum Spaß, könnte er auch drüber stehen, mal nicht ins Finale zu kommen und einfach trotzdem weiter teilzunehmen. Das hat leider nicht geklappt. War letztes Jahr für mich ein Schlüsselerlebnis, genau auch auf dem Weg sind wir jetzt auch gerade nach Schillig. Wir haben wenig Teilnehmer, finde ich überhaupt nicht schlimm, Jungs. Spitze. Wir haben mehr Spaß mit weniger Leuten als mit 50 Startern. Ja? Unseren Hunden ist es letztlich egal, ob wir jetzt im Park spielen oder auf dem Platz vor Publikum. Die haben genauso viel Spaß im Garten mit uns, als wenn sie vor Richtern spielen. Aber letztes Jahr war dann das Schlüsselerlebnis so, dass das also ganz schön unfair ist, dieses Spielsystem. Ich habe schon immer gesagt, das Judge-and-Play-System sollte so sein, dass es immer weiterentwickelt wird, weil ich glaube auch, dass der Sport noch nicht komplett an seine Grenzen gestoßen ist mit Spielsystemen, mit Wettbewerben, mit Tricks und so weiter. Aber wie es nun mal leider immer so ist, hatte ich jedes Jahr aufgerufen, bitte doch mal konstruktive Kritik zu üben. Ja, die Leute, die hintenrum ganz laut getönt haben, haben dann den Mund wieder ganz dicht gehalten. Das ist schade, weil so entwickelt sich halt nichts und so geht es halt eben dann leider jetzt den Bach runter. Ich sage euch wieso. Ich habe damit angefangen, weil ich Spaß hatte, was zu organisieren, um Leuten den Spaß mit dem Sport nahe zu bringen. Da ist natürlich Frisbee-Wettbewerbe, Hunde-Frisbee-Wettbewerbe eine tolle Methode, um Leute vor Ort zu begeistern, die das vielleicht zum ersten Mal sehen und sagen, boah, das ist ja richtig cool, da habe ich Bock drauf, das mache ich auch mit meinem Hund. Wettbewerbe zu organisieren, kann der ein oder andere schon nachvollziehen, was für Arbeit das ist. Damit Geld zu verdienen, ist eigentlich, wenn man keinen großen Sponsor hat, der alles abdeckt, eigentlich eher nicht möglich. Es gibt so viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Von Platzmiete bis Preise und, so, dass die Startgebühren nicht die Unkosten decken. So, und ich bin nun mal auch jemand, der eigentlich gerne den Wettbewerb gehabt hat, um einfach Leute zu treffen, eine gute Zeit zu haben. Aber diese ganze politische Scheiße, die wir da haben in diesem Sport, die überhaupt nichts zu suchen hat, die unseren Hunden völlig egal ist, leben und leben lassen, hat auch nach über 10 Jahren Hundefrisbee in Deutschland nicht aufgehört. Und es ist unglaublich, wie Leute sich aufreiben können. Und ja, ich bin es gerade leid und möchte jetzt eigentlich auch wieder Spaß haben. Deswegen gibt es dieses Jahr leider kein Butch Cassidy Cup, weil Bauchweh, jedes Mal, wenn ich dran denke, den Wettbewerb zu organisieren mit dem ganzen Stress, mit den Leuten und, das ist es mir jetzt leider nicht mehr wert. Es tut mir furchtbar leid für alle Leute, die Bock gehabt hätten, eine gute Zeit mit uns in Karlsruhe zu haben. Tut mir echt leid, die das erste Mal vielleicht auf einen Wettbewerb gekommen wären. Macht so, nehmt eure Hunde, geht in den Park, geht in euren Garten, spielt, habt Spaß an dem Tag, wo der Butch Cassidy Cup ist oder gewesen wäre und macht das, was eigentlich Hundefrisbee ist, nämlich euer Privatvergnügen zu Hause mit eurem Vierbeiner. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Quatsch geredet. Das war die erste Ausgabe für Wir stehen im Stau und fahren immer wieder mal weiter. Das war der Jochen. Einen schönen Tag euch. Ciao.